Name ist Nadim Sranj, geboren 1937 in Aleppo in Syrien und habe ich Syrien 1956 verlassen, bin ich nach Deutschland gekommen. Habe ich erst Medizin gelernt an den Universitäten Mainz und Erlangen. Dann nach dem Medizinstudium habe ich Philosophie gelernt in der Universität Mainz und Heidelberg. Und freue ich mich, hier mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Das Verhältnis der Politik, die konventionelle, weltbekannte bis jetzt, war orientiert an den Grundwerten des Gerechten, des Guten und des Wahren und des Moralischen. Und die höchste Stufe der Denkweise in der Politik war die Moral als Grenze. Danach geht es darum, hat man sich moralisch richtig verhalten oder nicht moralisch. Das ist zum Beispiel Machiavellismus, wertneutral, der Zweck heiligt die Mittel, ist man ja, morallos, kann man sagen, moralneutral. Und da bin ich geblieben. Die Ästhetik war jenseits dieser Denkphase. Die Ästhetik hat man gesagt, eine psychologische Angelegenheit, eine beliebige Angelegenheit. Und das war ein Teil. Diese verschiedenen Interpretationen der Ästhetik heißt nicht, dass man willkürlich das behauptet, sondern es ist ein Bereich der Freiheit, der Entfaltung. Du kannst das, die Subjektivität, wie ich das empfinde, aber es ist nicht chaotisch, sondern hat Prinzip. Und ich habe eine Ästhetik entworfen, die wissenschaftlich ist. Das heißt, die Ästhetik war immer eine Geschmackssache und keine wissenschaftliche Disziplin. Und die wissenschaftliche Disziplin hat zwei Grundlagen, die naturwissenschaftliche, das ist Sinnesphysiologie, und dann Sinnespathologie, das ist die naturwissenschaftliche biologische Grundlage. Die geistwissenschaftliche, die philosophische Grundlage ist die Epistemologie, die Erkenntnistheorie und die Wertlehre. Das sind die vier Grundlagen meiner Ästhetik.